Hoffmann, um Frau Jesemann zu begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Sie ist Professorin an der Adi-Salomon-Hochschule in Berlin und dort auch Studiengangsleiterin. Beschäftigt sich in ihrer Arbeit schwerpunktmäßig vor allem mit der dokumentarischen Methode und eben mit kompetenzorientierten Prüfungs- und Feedbackverfahren in Ausbildungs- und Weiterbildungsstrukturen. In dem Bereich werden wir ja heute auch etwas von ihr hören und ist eben auch unter anderem Mitherausgeberin der Zeitschrift Frühe Bildung, die so auch momentan, sag ich mal, ja, die einzige ist, die im frühpädagogischen Feld erscheint. Ja, ich wünsche uns allen viel Freude bei dem Vortrag und übergebe Sie. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Schön, dass Sie alle da sind und den Nachmittag hier mit dieser Vorlesung verbringen mögen. Das Thema der heutigen Vorlesung ist der Kompetenzerwerb von Studenten im Rahmen einer früh- oder kindheitspädagogischen Ausbildung. Im Grunde stellen sich hier mehrere miteinander verwobene Kernfragen. Zum einen, was überhaupt unter Kompetenz verstanden werden soll, wie sich Kompetenzentwicklung vollzieht und schließlich, welche Rolle die Ausbildung und die mit ihr bereitgestellten Lehr-Lern-Kontexte und Formate für die Qualität von Kompetenzentwicklungsprozessen spielen. Ich werde im Folgenden zunächst an einem Beispiel aus dem Studium deutlich machen, mit welchen Herausforderungen das Lehren und Lernen dann verbunden ist, wenn professionelle Kernfragen, die sich in und aus der Praxis ergeben, bearbeitet werden. Anschließend werde ich ein praxeologisches Kompetenzverständnis stark machen und ein Kompetenzmodell skizzieren, das für das Feld der Frühpädagogik konzipiert wurde. Vertiefend werde ich dann auf die Dimension der professionellen Haltung eingehen, die meines Erachtens Dreh- und Angelpunkt von Professionalisierungsprozessen ist. Am Beispiel der Fallarbeit und der Methode der Dilemmasituation stelle ich dar, was dies konkret für die Ausbildungspraxis bedeutet. Abschließend werde ich herausarbeiten, dass und warum es ein Missverständnis ist, Theorie und Praxis als voneinander getrennte bzw. widerstreitende Bereiche zu betrachten. Meines Erachtens ergeben sich besondere Potenziale in der Ausbildung von Kindheitspädagoginnen aus einem, die Studiengänge curricular und methodisch grundlegend durchwirkenden integrierten Theorie-Praxis-Verständnis. Beginnen möchte ich mit einer Situation, die ich selbst in der Lehre als Schlüsselsituation erlebt habe. Als Schlüsselsituation sowohl für die Frage, vor welche Herausforderungen frühpädagogische Fachkräfte im Alltag fortlaufend gestellt werden und auch für die Frage, wie ich als Dozentin im Rahmen eines Seminars mit Kernfragen der Professionalisierung umgehe. Stellen Sie sich also folgende Seminarsituation vor. Die Studierenden der Gruppe befinden sich in ihrem ersten 12-wöchigen Praktikum im dritten Semester. Im praktikumsbegleitenden Projektseminar, in dem wir regelmäßig an konkreten Praxisfällen arbeiten, berichtet eine Studierende von einer Situation, die sie nachhaltig beschäftigt. Sie erzählt von einer Mittagessensituation, in der ein Kind gegen Ende des Essens beginnt, mit dem verbleibenden Kartoffelbrei auf dem Teller zu spielen. Zunächst unbemerkt von der Erzieherin im Raum, beobachtet von der Studierenden, beginnt es mit den Händen das Material und seine Beschaffenheit zu erkunden. Die Studentin ist zunächst fasziniert von der Intensität und Hingabe, mit der das Kind seinen Erfahrungen nachgeht und nachspürt. Sein Tun wirkt lustvoll und konzentriert. Spontan beginnt sie, das Beobachtete unter dem Aspekt der Lerndispositionen aus den Bildungs- und Lerngeschichten zu betrachten. Schon nach wenigen Momenten gerät sie aber in ein Dilemma. Soll ich eingreifen und das Spiel mit dem Essen unterbinden? Was erwartet die Mentorin von mir? Wird sie mein Eingreifen oder Nicht-Eingreifen tolerieren oder sanktionieren, positiv oder negativ? Soll ich meinem eigenen Anflug von Ekel nachgeben oder soll ich meinem Gefühl, dass es eine bedeutsame Situation für das Kind ist, trauen? Wie soll ich also richtig reagieren? Im Seminar stellt die Studentin mir folgende Frage. Was hättest du an meiner Stelle getan? Was wäre pädagogisch richtig gewesen?
Nicht nur sie, sondern die ganze Gruppe blickte mich in diesem Moment sehr gespannt und erwartungsvoll an. Es war sofort klar, hier handelte es sich nicht um eine spezielle und persönliche Einzelsituation, sondern um eine professionelle Schlüsselsituation, wie sie sich so oder so ähnlich im Alltag immer wieder entwickelt. Auch für mich als Dozentin war das eine sehr herausfordernde und letztlich würde ich sagen glückliche Situation. Mit meiner Antwort, dass ich Ihnen nicht sagen könne, was hier richtig oder falsch wäre und dass ich das auch gar nicht wolle, erntete ich zunächst eine Mischung aus Staunen und wohl auch tiefen Zweifeln an meiner Kompetenz. Wir haben die Situation dann in mehreren Sitzungen mit verschiedenen methodischen und thematischen Fokussierungen bearbeitet. Wir haben Theoriebezüge hergestellt, zum Beispiel zum Bereich der ästhetischen Bildung und zur Kulturanthropologie. Wir haben die Szene aus der Perspektive der verschiedenen Akteure betrachtet und durchdacht. Wir haben sie mit anderen Situationen verglichen, die wir schon beobachtet haben, und wir haben sie schließlich für Biografiearbeit, also den Bezug auf ganz persönliche und auch die eigene Kindheit betreffende Erfahrungen genutzt. Ich kann hier nur exemplarisch den Wert einer solchen intensiven Arbeit am Fall andeuten und beziehe mich auf den Vergleich mit anderen Praxissituationen. Da es im Rahmen der Seminardiskussion immer wieder auch um die mit dem Kartoffelbrei-Schmieren verbundenen sinnlichen Erfahrungen ging, brachte ich ein anderes, ebenfalls von einer Studentin videografisch aufgezeichnetes Beispiel ein, das Sie hier sehen. Der Vergleich mit dieser Szene, die wir alle unzweifelhaft und sicher als Situation identifizieren, die im Bereich der ästhetischen Bildung liegt und bei der eine ästhetische Erfahrung des Kindes in dem Moment beobachtbar wird, als es erkennt und zeigt, dass es seinen Handabdruck auf dem Papier hinterlassen hat, hat uns zum einen zu einer theoretischen Auseinandersetzung mit sinnlicher Wahrnehmung, sinnlicher Erkenntnis und deren Förderung angeregt und darüber hinaus zu einer Reflexion über die je standortgebundene Sichtweise auf und Rahmung von Situationen. Wenn das erste Kind statt Kartoffelbrei mit Fingerfarbe exploriert hätte, wäre der Analysehorizont für dieselbe Szene ein anderer gewesen. Durch das Erweitern des Analysehorizonts auf dem Wege des systematischen Vergleichens gerät eben der Einzelfall nicht aus dem Blick, sondern in einen besonders fokussierten Blick. Jeder dieser im Rahmen des Studiums eröffneten Zugänge zu der Situation war mit Erkenntnissen auf der Ebene des Reflexionswissens und eben nicht des einfachen Verfügungs- und Anwendungswissens verknüpft. Jeder Studierende hat am Ende dieser Fallarbeit für sich eine Antwort auf die Frage gefunden, nicht was in einer ähnlichen Situation richtiges und kompetentes Handeln wäre, sondern welche Potenziale er wie nutzen könnte, um in einer ähnlichen Situation fall- und kontextsensibel zu agieren. Dass sich die Entfaltung pädagogischer Kompetenz nicht in der Anwendung von vermeintlich sicherem Rezeptwissen erweist und dass Sie dieses im Studium auch von mir nicht vermittelt bekommen würden, war wohl auch ein zentrales Lernergebnis dieser Arbeit eines Seminars am Fall. Am Ende war der Gruppe klar, dass ich Ihnen den Erwerb von Kompetenzen, solche Situationen professionell zu gestalten, nicht mit einer allgemeingültigen Handlungsanleitung abnehmen kann und warum ich dies auch nicht will. Die Vermittlung von mitschreibbarem Anwendungswissen trägt nicht zu der Art von Professionalisierung bei, die wir mit der akademischen Ausbildung von Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen und mit dem Erwerb einer professionellen Haltung anstreben. Die kompetente Bewältigung einer Praxissituation ist also a priori nicht vollständig vorhersehbar, damit auch nicht im Detail planbar und nicht allgemeingültig, also unabhängig von der je konkreten Situation bewertbar. Sie ist nicht einstudierbar, sondern muss immer wieder neu hergestellt werden. Kompetenz ist zum einen natürlich ein normatives Konstrukt und die Einschätzung von Kompetenz folgt normativen, in professionellen Kontexten selbstverständlich wissenschaftlich-theoretisch zu begründenden Übereinkünften,
was als solche zu verstehen ist. An unserem Beispiel wird deutlich, dass eine eindimensionale, kriterien- und normorientierte Beurteilung die Gefahr einer simplifizierenden Verengung des Analyseblicks in sich birgt. Bringen wir hier das Kriterium in Anschlag, dass Kindern sinnlich-ästhetische Erfahrungen ermöglicht werden sollen, analysieren und bewerten wir die Situation womöglich anders, als wenn es um die Einsozialisierung in kulturelle Praktiken des Essens geht. Haben wir das Kind seit längerem beobachtet und wissen um sein aktuelles Entwicklungsthema, leitet dies unsere Situationsanalyse. Beziehen wir das komplexe Rollen- und Erwartungsgefüge zwischen Praktikantin und Mentorin ein, hat auch dies Einfluss auf unsere Einschätzung. Welche Analyseperspektive ist also damit verbunden, wenn wir Kompetenz als ein performatives Konstrukt betrachten und davon ausgehen, dass handelnde Akteure in Systemen und Kontexten, in Interaktions- und Aushandlungsprozessen die kompetente Bewältigung von Situationen immer wieder neu herstellen und herstellen müssen? Welche Implikationen ergeben sich für die Ausbildung, wenn wir Kompetenzen als Handlungsdispositionen betrachten, die sich nicht nur, aber auch und vor allem in der handlungspraktischen Bewältigung von Situationen, also auf der Ebene der Performance, dokumentieren und beweisen müssen? In einer performativen oder eben praxeologischen Perspektive dokumentiert sich professionelle Kompetenz in der reflektierenden Suche nach einer je Fall- und situationsadäquaten Passung zwischen den Bedürfnissen und Bedarfen der verschiedenen beteiligten Akteure in der konkreten Praxissituation. Sie erweist sich in der Fähigkeit, mehr perspektivisch zu denken und damit eine Situationsgestaltung hervorzubringen, die nicht nur aus einer Perspektive, vielleicht der der Mentorin oder eben der Dozentin an der Hochschule, richtig wäre, sondern die die Perspektiven der verschiedenen Beteiligten, des Kindes, der Mentorin, der Praktikantin, der Eltern, des Teams, der Wissenschaft einbezieht, abwägt und so weit integriert, wie es möglich ist und fachlich begründet werden kann. Sie erweist sich in der Einbeziehung und adäquaten Nutzung von Rahmenbedingungen und der damit verbundenen größeren oder kleineren Handlungsspielräume. Sie erweist sich in der Fähigkeit, das eigene Handeln in der Situation nicht unreflektiert an einer äußeren, vermeintlich gültigen und wahren Idealnorm auszurichten, sondern in der konkreten Situation eigenständig, kreativ und divergent zu denken und zu handeln und zu begründeten bzw. begründbaren Lösungen zu kommen. Der Begründungsverpflichtung des professionellen Handelns, der Begründungsverpflichtung, der professionelles Handeln unterliegt, kann zum Teil eben wegen der Nichtvorhersagbarkeit, Vorhersehbarkeit und damit auch Nichtplanbarkeit von Situationen oft erst nachträglich nachgekommen werden. Hier dient dann sowohl wissenschaftlich-theoretisch fundiertes und methodisch-didaktisches Wissen als auch reflektiertes Erfahrungswissen als Grundlage für eine evaluative Einschätzung der in der Situation enaktierten Kompetenz. Professionelle Kompetenz erweist sich schließlich in der Fähigkeit, sich der eigenen biografisch geprägten Deutungsmuster und Handlungsorientierungen bewusst zu sein und sie nicht unreflektiert in eine Situation einzubringen. Die professionelle Bewältigung einer Situation dokumentiert sich also vor allem auf der Ebene des Wie. Der Art und Weise, also wie Praxis hergestellt wird, wie komplexen Anforderungen begegnet, wie Ungewissheit ausgehalten und Dilemmata bewältigt werden. Wie die eigene professionelle Handlungspraxis begründet und nicht nur mit dem eigenen fachlichen Wissen, sondern auch mit der eigenen professionellen Haltung und den Erfahrungen der eigenen Erziehungs- und Bildungsbiografie verknüpft wird. Was also ist unter Kompetenz zu verstehen, wenn wir auf der Grundlage dieser praxeologischen Perspektive davon ausgehen, dass Kompetenz ebenso kontextrelativ dynamisch und perspektivisch ist, wie etwa auch das Konstrukt Qualität? Für den Kompetenzbegriff im Allgemeinen liegt eine Vielzahl an Begriffsdefinitionen vor. Nach der meistzitierten Variante von Weinert
sind Kompetenzen, die bei Individuen verfügbaren und durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. Zentral ist dabei die Unterscheidung und das Ineinanderwirken des einen Aspekts von Kompetenz, von Disposition, als einer prinzipiellen Fähigkeit, bestimmte Handlungen überhaupt hervorbringen zu können, und des anderen Aspekts, der Performance, als einer motivations- und situationsabhängigen Handlungsbereitschaft und Handlungspraxis. Die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen Disposition und Performance hat eine lange wissenschaftstheoretische Tradition. Während Chomsky zum Beispiel in Bezug auf die Sprache davon ausging, dass eine quasi ideale Kompetenz in der Performance des Realen nie erfüllt wird, wir machen zum Beispiel grammatikalische Fehler, obwohl wir die Regeln kennen, läutete Heims mit seiner Ethnographie des Sprechens bzw. Kommunizierens eine paradigmatische Wende in der Erforschung von sprachlicher Kompetenz bzw. von Kompetenz im Allgemeinen ein. Breakthrough into Performance meint hier, dass der Vollzug von Äußerungen in sozialen Situationen betrachtet wird und eben nicht nur die Kompetenz eine Rolle spielt, zum Beispiel eine grammatikalische Regel richtig anzuwenden oder ein Wort richtig auszusprechen. Vielmehr richtet sich dann der Fokus darauf, ob und wie in sozialen Situationen die pragmatischen Alltagsregeln folgt, situativ und je nach beteiligten Personen angemessen kommuniziert werden kann. Verstehen und Verständigung also gelingt. Heim spricht damit auch nicht mehr von linguistischer, sondern von kommunikativer Kompetenz. Dieses praktische Wissen und Können ermöglicht uns als Alltagshandelnden ebenso wie als Professionellen, zum Beispiel eine unerwartete Gesprächssituation zu bewältigen. Professionelle Kompetenz hat nun aber mehr zu sein als das. Der Professionelle muss nicht nur kompetent handeln, sondern er muss Wissen über sein praktisches und habituelles Wissen haben und er muss damit sein praktisches Handeln begründen und bewerten können. Eine Mutter und eine Fachkraft zum Beispiel können gleichermaßen kommunikativ kompetent auf die Not eines Kindes eingehen. Die professionelle Fachkraft, die Erzieherin, die Lehrerin, die Therapeutin, sollte wissen und begründen und bewerten können, warum sie was wie tut bzw. getan hat. Das erwarten wir vom Arzt, vom Juristen, von Lehrern und eben auch von Kindheitspädagogen. Ich möchte hier also den Kompetenzbegriff aus einer wissenssoziologisch geprägten praxeologischen Perspektive noch einmal schärfen. Der damit verbundene Praxisbegriff impliziert, dass soziales Handeln von Menschen fundamental auf habitualisierten Erfahrungs- und Wissensstrukturen beruht und Praxis, auch professionelle Praxis, sich auf der Grundlage dieses fraglos gegebenen und als geteilt vorausgesetzten Wissens vollzieht. Zum anderen treffen diese habituellen Orientierungen in der sozialen Praxis immer wieder auch auf irritierende, verstörende und fremde Erfahrungs- und Wissensstrukturen. Ein Verstehen im Medium des Selbstverständlichen ist dann nicht möglich. Wenn zum Beispiel Eltern aus einem anderen Kulturkreis in den etablierten Formaten der Zusammenarbeit mit Familien nicht funktionieren, dann müssen Fachkräfte darüber nachdenken, wie hier die unterschiedlichen Erfahrungsräume und die mit ihnen verbundenen Orientierungen in ein Passungsverhältnis zu bringen sind. Wenn konjunktives Verstehen auf der Grundlage von Tacit Knowledge nicht möglich ist, dann ist kommunikative Verständigung und eine reflexive Klärung der jeweiligen Habitus erforderlich. Hier genau liegt die Verantwortung der Professionellen, denn es ist ihre Aufgabe, einem aneinander vorbeireden oder sich missverstehen entgegenzuwirken, indem sie zum einen nicht ihren Erfahrungs- und Orientierungsrahmen zum Maß aller Dinge machen und zum anderen über die Kompetenz verfügen, sich durch Kommunikation dem anderen und Fremden verstehend anzunähern und dabei normative Geltungsansprüche einzuklammern.
Ein praxeologischer Blick auf Kompetenz impliziert zum anderen, dass in doppelter Weise die Frage nach dem Wie gestellt wird. So interessiert zwar zunächst die Frage nach dem Was, also die Frage danach, welches kompetente Verhalten in der Praxis überhaupt vorzufinden ist. Die erste praxeologische Frage nach dem Wie bezieht sich dann darauf, wie diese vorgefundene Qualität von Kompetenz von den interagierenden Akteuren hergestellt, co-konstruiert wird. Die zweite praxeologische Frage nach dem Wie bezieht sich darüber hinaus auf die Rekonstruktion der generativen Strukturen, die zu eben dieser situativen Herstellungspraxis geführt haben. Auf welchen habituellen Orientierungen also, die in welchen Erfahrungszusammenhängen erworben wurden, gründet die jeweilige Praxisgestaltung? Letztlich ist dies die Frage nach dem Warum. Je besser ich zum Beispiel rekonstruieren kann, auf welchen Erfahrungs- und Orientierungsstrukturen eine bestimmte Reaktion eines Teams auf Familien mit Migrationshintergrund beruht, umso passgenauer kann ich in einer Weiterbildung zum Beispiel gezielt an dem arbeiten, was ich für einen kompetenten Umgang mit solchen Familien anstrebe. Einer praxeologischen Perspektive geht es also zunächst darum, mehr oder weniger kompetentes Handeln in seiner Eigenlogik und in ihr zugrunde liegenden generativen Muster zu verstehen und zu erklären. Der Aspekt des pädagogisch-normativen kommt dann erst hinzu. Ich kann mir dann die pädagogische Frage stellen, welche Formen des kompetenten Umgangs angestrebt wird und wie diese anzuregen und zu begründen wären. Da Dispositionen und handlungsleitende Orientierungen nicht direkt beobachtbar sind, ist Kompetenz und die Herstellung der kompetenten Bewältigung eine Handlungsherausforderung nur über den Umweg der Performance zu erfassen und schließlich auch zu bewerten. Bei der Erfassung von Kompetenz geht es dann in Bezug auf die Praxis des Handelns und auch in Bezug auf die Praxis des Reflektierens darum, eben diesen Prozess, den Modus operandi, empirisch zu erfassen. Professionelle Kompetenz dokumentiert sich auf der Ebene der Performance in realen Handlungssituationen und in realen Selbstreflexionssituationen. Das heißt, ob jemand in dem Sinne kompetent ist, dass er Wissen über sein praktisches Wissen hat, können wir nur in Situationen erschließen, in denen er über sein Handeln nachdenkt, in denen er reflektiert, in denen wir also die Praxis seines Denkens mit- und nachvollziehen können. So muss in einer Ausbildung das praktische Handeln geübt werden, und zwar auf der Ebene des Tuns und auf der Ebene des lauten Nachdenkens, des Denkens und des kritischen Diskurses. In Bezug auf die Erfassung von Kompetenz spielt daher die Fallarbeit, die ich zu Beginn skizziert und später in einem weiteren Beispiel verdeutlichen werde, eine so bedeutende Rolle. Also legt man ein solches Kompetenzparadigma zugrunde, hat das vielfältige Implikationen für die Aus- und auch Weiterbildung. Lehren und Lernen muss dann an der Bewältigung konkreter beruflicher Handlungs- und Anforderungssituationen orientiert sein. Eine enge Verzahnung von theoretischen und praktischen Ausbildungsanteilen wird unverzichtbar. Die Gestaltung und Bewältigung von Praxis darf dabei in professionellen Kontexten nicht routinehaft und unreflektiert erfolgen, sondern muss immer wieder reflektiert und begründet werden. Die größte Herausforderung für Aus- und Weiterbildungskontexte ist dabei, dies didaktisch auch einzulösen und mit didaktischen Lehr-, Lern- und Prüfungsformaten zu arbeiten, die konsequent auf die Entwicklung, Erfassung und Förderung von Kompetenzen gerichtet sind. In unserem analytischen Modell, das ich Ihnen auf der Grundlage der dargestellten Überlegungen jetzt ganz kurz vorstellen möchte, ist die Differenzierung zwischen der potenziellen Möglichkeit, in bestimmter Weise zu handeln, der Disposition und dem tatsächlich realisierten Handlungsvollzug, dem faktisch situativen Können der Performance zentral. Um überhaupt kompetent handeln zu können, ist ein Zusammenspiel von wissenschaftlich-theoretischem Wissen, Erfahrungswissen, das in professionellen Kontexten immer wieder auch in reflektiertes Erfahrungswissen transformiert werden muss, sowie methodischen und didaktischen Fertigkeiten notwendig. Nun entscheidet sich aber in konkreten Situationen, die von einer je spezifischen institutionellen, sozialen, motivationalen und emotionalen Dynamik geprägt sind,
ob und wie tatsächlich auf alle vorhandenen Kompetenzen zurückgegriffen werden kann. Schließlich wird das Denken und Handeln von Menschen grundlegend noch von handlungsleitenden Orientierungen, Werthaltungen und Einstellungen geprägt. Diese Haltung liegt im Sinne eines persönlichen, biografisch und natürlich auch sozial geprägten Habitus hinter der Ebene der Disposition und beeinflusst wesentlich die Realisierung kompetenten Handelns. Ich möchte im Folgenden auf die Dimensionen in unserem Kompetenzmodell vertiefend eingehen, die so etwas wie eine generative und handlungsleitende Orientierungsstruktur für professionelles Handeln darstellen. Die Fähigkeit zur methodisch fundierten Reflexion über pädagogische Praxis auf der Grundlage eines forschenden Habitus und damit eng verbunden die Fähigkeit zur Fallanalyse und zum Fallvergleich. Die Fähigkeit, sich der eigenen biografischen Gewordenheit und standortverbundenen Perspektive auf und Konstruktion von Welt bewusst zu werden. Die Fähigkeit, die Ungewissheit professionellen Handelns in sozialen Kontexten und den dilemmatischen Charakter vieler Praxissituationen als Herausforderung für den eigenen Bildungsprozess zu betrachten und zu nutzen. Also das, was man mit Ambiguitäts- bzw. Ambivalenztoleranz zum einen und Dilemmabewältigung zum anderen bezeichnen kann. Und schließlich die Fähigkeit, Theorie und Praxis als eine untrennbare Einheit zu verstehen und ihr ineinander verwoben sein, bewusst zu gestalten. Zunächst also zum forschenden Habitus und zum damit verbundenen Erwerb von Reflexionskompetenz. Auch wenn die Einsozialisierung in einen forschungsorientierten, professionellen Habitus sicher nur eine, meiner Ansicht nach besonders wichtige Säule der kindheitspädagogischen Ausbildung ist, lohnt es sich meines Erachtens, die damit verbundenen Potenziale wirklich zu nutzen. Und das heißt auch, die damit verbundenen didaktischen Herausforderungen anzunehmen. Der Anspruch, dass Kindheitspädagoginnen und Pädagogen eine forschende Haltung entwickeln, meint nicht, dass im Rahmen eines Bachelorstudiums komplette empirische Forscherinnen und Forscher ausgebildet werden, die selbstständig Forschungsprojekte nach allen Regeln der Kunst planen und durchführen können. Mit dem Ausbildungsziel der forschenden Haltung ist aber in meinem Verständnis auch mehr gemeint als das, was Schäfer als das entdeckende Beobachten und als Haltung des Innehaltens und Zuhörens bezeichnet. Mehr als ein offener, wertschätzender und auf das Verstehen von Unterschiedlichkeit gerichteter Umgang mit allen Familien und mit den Kolleginnen und Kollegen. All das ist ganz ohne Zweifel im Rahmen der kindheitspädagogischen Ausbildung auch anzustreben, aber ich meine mit dem forschenden Habitus noch etwas darüber hinausgehendes, beziehungsweise eine besondere Möglichkeit, eben diese Kompetenzen systematisch und methodisch fundiert im Studium zu erwerben und dann in der Praxis für den eigenen fortwährenden Professionalisierungsprozess nutzen zu können. Mit einer forschenden Haltung ist das forschungsmethodisch fundierte und kontrollierte Fremdverstehen gemeint. Dazu gehört zum einen die Entwicklung fallrekonstruktiver und verstehender Basiskompetenzen, also eines handhabbaren methodischen Instrumentariums, um sich den Sinn von Situationen und die Struktur von Fällen systematisch erschließen zu können. Zum anderen geht es um die Fähigkeit, über den systematischen Fallvergleich zu Erkenntnissen zu gelangen, die über die einzelne Situation oder das einzelne Kind hinausreichen. Erst wenn ich zum Beispiel ein Kind in mehreren Situationen beobachtet habe, kann ich Muster und Themen erkennen, die gerade für es von besonderer Bedeutsamkeit sind. Erst wenn ich das Verhalten mehrerer Kinder auf oder innerhalb eines Rituals erfasst und verglichen habe, kann ich Rückschlüsse darauf ziehen, wie das Ritual wirkt und wie es gegebenenfalls verändert werden könnte. Die Kompetenz, systematisch nach Gemeinsamkeiten und Kontrasten beziehungsweise nach Kontrasten in der Gemeinsamkeit zu suchen und damit die eigenen Denk- und Bewertungshorizonte zu erweitern, halte ich für fundamental wichtig. Damit Beobachtungen nicht abgearbeitet und in einem viel zu kurz greifenden Dokumentationsverständnis einfach abgeheftet werden, muss diese Form der systematischen, forschenden und komparativen Beobachtung eine habituelle, handlungsleitende Orientierung sein. Etwas selbstverständlich sich Vollziehendes, dessen Wert nicht im Produkt Dokumentation an sich besteht,
sondern im Analyse- und Denkprozess selbst und in dem sich daraus ergebenden begründeten Schlussfolgerungen für die pädagogische Arbeit. Dafür ist es in der Tat notwendig, die Studierenden vom ersten Semester an mit forschungsmethodischen Zugängen, biografischen, ethnografischen, gesprächsanalytischen, rekonstruktiven Forschungsmethoden vertraut zu machen. Einen kleinen Einblick in diese Form der systematischen, fallbezogenen Interpretationsarbeit haben Sie am Anfang des Vortrags erhalten. Einen forschenden Habitus kann man nicht lehren. Die Studierenden müssen sich in ihn einleben, und zwar über die Praxis des forschenden Lernens. Die Kompetenz, sich pädagogischer Praxis auch der eigenen forschend und damit in besonderer Weise erkenntnisgenerierend zuzuwenden, stellt die Grundlage für die Ausbildung eines Wissens dar, in dem Theorie und Praxis nicht in einem widersprüchlichen, sondern in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander stehen. Dieses Reflexionswissen kann weder in einem theorielosen noch in einem praxisfernen Ausbildungskontext erworben werden. Empirische Forschungszugänge, insbesondere qualitative, leisten eben dies. Die Entwicklung in der Praxis gründender Theorie, also im besten Sinne des Wortes von Grounded Theory. Pädagogische Fachkräfte sollten in diesem Sinne in der Lage sein, Praxis zu reflektieren, indem sie theoretisches Wissen, bereits vorhandene praktische Erfahrungen und durch eigene forschende Zugänge gewonnenes Wissen im Sinne von Werkzeugen nutzen. So entsteht reflektiertes Erfahrungswissen. Diese Form von Wissen bzw. Kompetenz ermöglicht Fachkräften in komplexen Situationen spontan und reflektiert zu handeln. Nicht auf vermeintlich sicheres Rezeptwissen zurückzugreifen, nach divergenten, also auch ungewöhnlichen und differenzierten Fall- und situationsadäquaten Lösungen für neue Herausforderungen zu suchen. In der Handlungsplanung bzw. auch nachträglich ihr Handeln zu begründen und prinzipiell begründen zu können. In enger Verbindung mit einem forschenden Habitus und dessen Entwicklung steht auch die Fähigkeit zu einem reflektierten Umgang mit der eigenen standortverbundenen, in der biografischen Entwicklung und Sozialisationsgeschichte verwurzelten Perspektive. Biografizität bedeutet intendiertes, selbstreflexives Lernen anhand biografischer Erfahrungen. Alle Menschen haben eine Biografie und sind durch biografische Erfahrung geprägt. Aber Biografizität als professionelle Kompetenz ermöglicht, sich der eigenen biografischen Prägung immer wieder bewusst zu sein und die Perspektivität des eigenen Standortes zu reflektieren, zu relativieren und andere auch mögliche Standorte und Perspektiven in ihrer Geltung anzuerkennen und einzubeziehen. Dies ist die Grundlage dafür, die eigenen biografisch geprägten Erfahrungen und Orientierungen nicht unreflektiert als Interpretations- und Bewertungsfolie für Praxis heranzuziehen. Der Erwerb von Kompetenzen zur Gestaltung professioneller Praxis und professioneller Beziehungsgestaltung ist also auf Biografiearbeit angewiesen. Ausbildungen müssen dies systematisch in ihre Lehr- und Lernformate integrieren. Situationen und Handlungsanforderungen in pädagogischen Kontexten sind generell dadurch gekennzeichnet, dass sie als sehr komplexe Interaktionssituationen nicht standardisierbar sind. Sie sind oft hochkomplex und mehrdeutig, vielfach schwer vorhersehbar und daher im Detail auch nur begrenzt planbar. Der Professionelle muss nicht nur in typischen Alltagssituationen routiniert handeln können, sondern auch herausfordernde und unvorhergesehene Situationen bewältigen. Nicht zuletzt in Bezug auf Situationen mit Dilemma-Charakter geht es darum, die eigene Handlungspraxis zu reflektieren und fachlich begründen zu können. In diesem Sinne beschreibt dann das Konzept der professionellen Haltung eine besondere Form von pädagogischer Kompetenz, die die Ebenen des Wissens und des reflektierenden Nachdenkens einerseits und die der praktischen Erfahrung und des situativen gekonnten Handelns andererseits miteinander verbindet. Die von Werner Helsper beschriebene Verbindung eines wissenschaftlich reflexiven Habitus mit einem praktisch-pädagogischen Habitus ist notwendige Ausgangsbasis einer experten- oder meisterhaften Gestaltung und Bewältigung des frühpädagogischen Alltags. Die Festigung von Ambiguitäts- bzw. Ambivalenztoleranz gehört damit ebenso grundlegend zur frühpädagogischen Ausbildung
wie das Einüben in professionelle Formen des Umgangs mit Dilemmasituationen. Ich möchte dies nun an einem weiteren Beispiel aus der Ausbildungspraxis vertiefend verdeutlichen. Durch die fallbezogene Arbeit mit Dilemmasituationen kann eben dem Anspruch begegnet werden, Praxis in reflektierte Praxis zu transformieren, implizites Wissen explizit zu machen und die Herausbildung eines forschenden Habitus zu ermöglichen. Dilemmasituationen, wie sie sich im Alltag frühpädagogischer Fachkräfte immer wieder entwickeln, sind komplexe, uneindeutige, herausfordernde, zum Teil auch kritische und konflikthafte pädagogische Situationen, in denen sich Akteure in ihrer Kompetenz herausgefordert oder sogar überfordert fühlen. Eine Situation kann nicht ohne weiteres mit bisherigen Handlungsroutinen bewältigt werden und oder der Akteur befindet sich in einem inneren Konflikt. Das Dilemma kann verschiedene Ursachen haben. Es kann zum Beispiel auf ein Missverhältnis zwischen den eigenen Orientierungsmustern und den Erwartungen von außen beruhen, also auf einer grundlegenden Rahmeninkongruenz. Wenn Akteure keine Realisierungsmöglichkeiten für die Umsetzung ihrer Orientierung sehen oder wenn sie unter dem Druck der Handlungspraxis entgegen ihrer eigenen Überzeugungen und Idealvorstellungen handeln, sind auch dies Gründe für krisenhafte Enaktierungen und das Entstehen von Orientierungsdilemmata. Ein Dilemma kann sich auch aus der Erfahrung ergeben, noch gar kein gesichertes Handlungsrepertoire für die Gestaltung einer Situation zur Verfügung zu haben und ins Ungewisse zu handeln. So entstehen Situationen, die mit emotionaler Aktivierung, mit Stress oder starken Gefühlen verbunden sind und in denen sich Kernfragen der professionellen und auch biografischen Entwicklung stellen. Die Irritationen, die mit solchen fokussierten Erfahrungssituationen verbunden sind, können und sollten als Ausgangspunkte für Lernprozesse verstanden werden. Denn Lernen beginnt immer in Momenten, in denen keine passenden Antworten auf die Fragen gefunden werden, die sie stellen. Die Erfahrung von Differenz eröffnet und erzwingt Lernen. Käthe Meyer-Drawe hat dies sehr überzeugend theoretisch fundiert. Lernen ergibt sich damit aus Zumutungen. Und ich meine dies in einem absolut positiven Sinn. Auf der einen Seite haben wir es also bei der Thematisierung und Bearbeitung von dilemmatischen Situationen mit einer erhöhten Offenheit zur Selbstreflexion zu tun. Auf der anderen Seite besteht aber auch die Gefahr einer Abwehr dagegen, sich intensiv mit dem Dilemma zu beschäftigen. Die Chance des Dilemmas ergibt sich also nicht von selbst, sondern erst im Rahmen eines methodisch-didaktisch abgesicherten Reflexionsprozesses und einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden. Die Arbeit mit Dilemmasituationen in der Ausbildung muss durch Lehrkräfte fallsensibel, das heißt der Situation selbst, dem jeweiligen Studierenden und den Kontextbedingungen gerecht werden, begleitet werden. Die Parallelität in Bezug auf den Umgang mit dem Fall ist hier unmittelbar erkennbar. Studierende sollen in der Ausbildung in Bezug auf die Arbeit mit Kindern und Familien lernen, den eigenen Normalitätshorizont zu befremden und einen Fall, eine Situation aus mehreren Perspektiven zu betrachten und zu verstehen, um schließlich ihr pädagogisches Handeln zu gestalten. Wie soll dies gelingen, wenn nicht die Lehrenden selbst, die im Rahmen ihrer Lehre auch pädagogische Beziehungen zu gestalten haben, die zu den Studierenden nämlich? Wenn also Lehrende selbst nicht in einer vergleichbaren, reflektierten Art und Weise mit den Fällen der Studierenden und den Studierenden als Fällen arbeiten. Meines Erachtens stellt es in der Ausbildung eine besondere Chance dar, solche lernsensiblen Momente zu erkennen und zu nutzen. Die Studierenden erleben dies als sehr bereichernd und eben nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, wenn man den Begriff des Dilemmas unterkomplex definiert. Sie erleben dies nicht als defizitorientierte, sondern als ressourcenorientierte und ressourcenerweiternde Arbeit. Zur Aufzeichnung der Dilemmasituation werden die Studierenden aufgefordert, konkret erlebte Situationen aus den Praxisphasen ihres Studiums möglichst zeitnah aufzuschreiben, und zwar in Form eines narrativen Textes. Diese narrativ-episodischen Situationsbeschreibungen können dann zum einen in der Seminargruppe oder in kleinen Intervisionsgruppen bearbeitet werden. Zum anderen werden die Studierenden zu einer schriftlichen Analyse der Situation aufgefordert.
Sie sollen verschiedene Lesarten der Situation entwickeln, indem Sie sie zum Beispiel aus der Perspektive der verschiedenen beteiligten Akteure betrachten. Sie sollen sie in Beziehung zu theoretischem Wissen setzen und zu anderen selbst erlebten Fällen und Situationen sowie zu ihren eigenen biografischen Erfahrungen. Und schließlich sollen sie Handlungsoptionen aus ihren Erkenntnissen entwickeln. Diese Dilemma-Situationsanalysen zu mehreren Zeitpunkten der Ausbildung dienen der ganz individuellen Erfassung von Kompetenz bzw. Kompetenzentwicklung und als Grundlage für Feedback und Entwicklungsgespräche zwischen Dozent und Studierenden. Sie können auch für die gruppenbezogene Seminar- oder Studiengangsevaluation genutzt werden. Je nachdem, welches Ziel verfolgt wird, werden die Texte und Analysen der Studierenden also entweder mit einem standardisierten Auswertungsraster eingeschätzt oder aber sie dienen als Grundlage für einen rekonstruktiv-interpretativen Zugang, der individuelle Kompetenz und deren Entwicklung differenziert in den Blick zu nehmen vermag. Dieser zweite Auswertungszugang entspricht in besonderer Weise dem Anspruch eines praxeologischen Kompetenzverständnisses und dem damit verbundenen Interesse an der Herstellung kompetenter Situationsbewältigung, und zwar ohne sogleich eine normative Bewertungsfolie anzulegen. Hier geht es also zunächst einmal darum, die geschilderte Situation in ihrer Eigendynamik und Eigensinnigkeit zu rekonstruieren und handlungsleitende Orientierungen, also explizite und vor allem implizite Deutungsmuster und habituelle Orientierungen herauszuarbeiten, die als generatives Prinzip der Situationsherstellung zugrunde lagen. Im folgenden Beispiel handelt es sich um einen kleinen Auszug aus der Dilemmasituationsbearbeitung einer Studierenden, die dokumentarisch interpretiert und dann von mir als Dozentin als Grundlage für ein individuelles Feedback und Entwicklungsgespräch genutzt wurde. Die Studentin im Praktikum beschreibt im ersten Schritt eine Situation, in der die Kinder nach dem Mittagsschlaf aufgeweckt werden sollen. Sie wurde von ihrem praxisanleitenden Mentor gebeten, diese Aufgabe zu übernehmen. Nachdem sie etwa eine Minute lang dem dreijährigen Anton über den Rücken gestreichelt und ihn mit dem Hinweis auf die Vespa und das Spielen im Garten zum Aufstehen bewegen wollte, weigert er sich mehrfach mit einem klar und laut formulierten Nein. Hier ein kurzer Auszug aus der weiteren Beschreibung. Ich hockte mich auf die Knie und sagte, ich nehme jetzt deine Decke zur Seite und dann setzt du dich erst einmal hin. Als ich die Decke in der Hand hatte, schrie er laut Nein und strampelte wild um sich. Ich setzte mich wieder an seine Seite und probierte, ihn mit beiden Händen hochzuheben, um ihn auf meinen Schoß zu setzen. Aber er schrie wieder laut los, verkrampfte Arme und Beine und weinte sehr. Ich setzte ihn auf sein Bett. Er ließ sich nach hinten fallen. Ich saß ungefähr 30 Sekunden neben ihm und überlegte, was ich tun könnte. Ich sprach nochmals beruhigende Worte zu ihm und dass wir jetzt aufstehen müssen. Er drehte sich von mir weg. Im Anschluss sagte ich zu ihm so, ich nehme dich jetzt auf den Arm und dann gehen wir zusammen ins Bad. Er reagierte nicht. Als ich ihn dann nahm, strampelte er mit viel Kraft los, zog an meinen Haaren und schrie mehrmals Nein, nein. Als wir im Bad ankamen, strampelte er so sehr, dass ich probierte, ihn langsam auf den Boden zu stellen. Sein Erzieher sagte zu mir, er beruhigt sich gleich. Als Anton im Bad stand, drehte er sich um und lief schreiend zurück in den Schlafraum. Insgesamt handelt es sich um eine detaillierte narrative Rekonstruktion des Erlebnisses. In der interaktiv dichten und emotional aufgeladenen Interaktion dokumentiert sich, dass es hier um etwas Existenzielles geht. Um grundlegende Fragen des Pädagogischen und der Interaktionsgestaltung, die hinter der Ebene der konkreten Situation liegen. Die Beschreibung der Szene ist davon geprägt, dass die Interaktion der beteiligten Akteure als ein oppositionelles Gegeneinander dargestellt wird. Die Orientierung des Kindes dokumentiert sich dabei in einer vehementen verbalen und vor allem nonverbalen, körperlich expressiven Ablehnung und Zurückweisung der Studierenden und ihres Anliegens. Wenn die Studierende wiederholt und im Schriftbild deutlich hervorgehoben das Nein des Kindes betont, wird damit die Intensität ihrer Erfahrung deutlich, dass das Kind sich ihr gegenüber widerständig und ablehnend verhielt. Der Konflikt wird primär auf einer Beziehungsebene und nicht auf einer thematisch-inhaltlichen Ebene dargestellt und damit von der Studierenden als Beziehungskonflikt gerahmt.
In der Beschreibung ihres eigenen Verhaltens dokumentiert sich deutlich ein Orientierungsdilemma. Zum einen ist es ihr offenbar wichtig, dem Kind gegenüber ihr Handeln transparent zu machen, es verbal anzukündigen und das Kind in den Situationsverlauf einzubeziehen. Ihre verbalen Äußerungen sind aber keine Einladungen zu Erwiderungen des Kindes und zum Finden einer Lösung im Diskurs, sondern unterstreichen durch die sprachliche Unterlegung sogar die Handlungsmächtigkeit der erwachsenen Akteurin. Mit der Sprache verweist sie auf ihr Handeln und ihr Handeln weist auf das performative Potenzial ihrer sprachlichen Äußerung zurück. So entwickelt sich in der Szene kein Diskurs mit dem Kind, welches kommunikativ nicht auf die Erläuterung der Studierenden eingeht. Die Studierende wiederum reagiert nicht auf die deutlichen und vor allem nonverbalen Signale des Kindes, sondern versucht in Form körperlich übergriffigen Verhaltens das Kind in die eigene Situationsrahmung einzupassen. So entwickelt sich im Verlauf der Situation eine oppositionelle Interaktionsorganisation, in dem das Kind auf die Fremdrahmung der Erwachsenen mit einer diametral entgegengesetzten Rahmung reagiert und diese auch zur Geltung zu bringen versucht. Es gelingt also den beiden Akteuren nicht, eine gemeinsame Rahmung der Situation herzustellen. Sie verstehen sich weder im Medium des Konjunktiven, noch finden sie zu einer Verständigung im Medium des Kommunikativen. In der Reaktion des Kindes, zurück in den Schlafraum zu laufen, nachdem es gegen seinen Willen aufgestanden wurde, dokumentiert sich zum einen ein Zurückerobern und Demonstrieren der eigenen Handlungsautonomie, zum anderen die Unmöglichkeit einer gemeinsamen Konklusion. In dem reflektierenden Teil ihrer Dilemmasituationsanalyse schreibt die Studentin dann Folgendes. Ich denke, es ist richtig, einem Kind verbal alle Schritte zu erklären, die man vorhat. Leider brachten meine einfühlsamen Worte nicht viel. Das wiederholte Wegdrehen von mir deute ich nicht als eine persönliche Abneigung, sondern als eine Überforderung des Kindes. Er wollte nicht aufstehen und ich probierte mit allen Mitteln, ihn dazu zu bewegen. Ich denke, umso mehr ich auf ihn einredete, desto mehr Abneigung mir gegenüber entstand. Ebenfalls auffällig war, dass die einzige verbale Reaktion Nein war. Das liegt aber vermutlich daran, dass er verbal noch nicht viel mehr kommunizieren kann. Außerdem hat Anton beinahe täglich Schreikrämpfe und Wutausbrüche, wenn ihm etwas nicht gefällt. Trotzdem denke ich, müsste es auch andere Lösungswege geben. Ich hätte zum Beispiel auch sein Kuscheltier nutzen können, um in näheren Kontakt mit ihm zu treten. Auch hätte ich weiter auf die Vespa eingehen und ihm deutlich machen können, dass er viel essen muss, wenn er groß und stark werden will. Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, mit ihm in die Kuschelecke im Nachbarzimmer zu gehen, ihn erstmal zu beruhigen und in Ruhe wach werden zu lassen. Die doch beste Lösung für mich ist es, seinen Bezugserzieher zu holen. In diesem Auszug aus der Reflexion der Studierenden wird deutlich, dass sie die situativen Reaktionen des Kindes diesem als Persönlichkeitseigenschaften, mangelnde sprachliche Kompetenz, tägliche Wutausbrüche, negativ zuschreibt. Dadurch erklärt sie bzw. erklärt sie sich das Verhalten des Kindes also nicht mehr primär als eine Reaktion auf sie selbst und ihr Verhalten, sondern als etwas, das sich weitgehend unabhängig von ihrer Intervention entfaltet. Damit entzieht sie sich ein Stück weit der Verantwortung für die Eskalationsdynamik, die sich in der Situation entfaltet hat. Die verbale Ankündigung bzw. Flankierung ihres Handelns, ich nehme deine Decke zur Seite, ich nehme dich jetzt auf den Arm, bezeichnet sie in der Reflexion als Erklärungen. Damit hätten dann allerdings sowohl Erläuterungen und Begründungen verbunden sein müssen, als auch ein Abwarten und Bemühen darum, dass das Kind diese Erklärung auch versteht bzw. darauf reagiert. Da beides, wie die Analyse der erzählten Episode gezeigt hat, nicht der Fall ist, bestätigt sich hier eine Diskrepanz zwischen Selbstanspruch, dem Kind muss das eigene Handeln erklärt werden, damit es dieses verstehen kann, und der enaktierten Praxis. Deutlich wird auch, dass die Studierende die Situation weitgehend aus ihrer eigenen Perspektive betrachtet und bewertet und sie weder in der Narration noch in der Reflexion aus der Perspektive des Kindes nachvollzieht. Sie findet keinen nicht normativen Zugang zum Bedürfnis des Kindes, noch etwas länger liegen zu bleiben, beziehungsweise ihren Aufforderungen nicht unmittelbar nachzukommen. Die Situationsanalyse verbleibt ganz im Rahmen einer kommunikativ generalisierten Regelhaftigkeit. Kinder müssen dann aufstehen, wenn die organisationalen Abläufe dies vermeintlich erfordern.
Eine mögliche andere kindspezifische Rahmung, die hier eben durch die Opposition des Kindes gegen die Fremdrahmung der Erwachsenen so konturiert herausgearbeitet werden kann, bleibt in der Erzählung und der Reflexion ein blinder Fleck. Auch bleiben die Analyse und die gedankenexperimentelle Entwicklung von alternativen Handlungsmöglichkeiten auf der Ebene des konkreten Konflikts, sodass eine grundlegendere Frage nach der Sinnhaftigkeit und Berechtigung normativer Setzungen und institutioneller Abläufe gar nicht gestellt wird. Die entworfenen Handlungsmöglichkeiten verbleiben dann auch im engen Rahmen der Situation. So wird zum Beispiel die körperliche Bemächtigung des Kindes trotz der erfahrenen Opposition des Kindes hier nochmals variiert und durchgespielt. Die Studierende bleibt verstrickt in die Eigendynamik des Falles und ihre eigene emotionale Beteiligung. Der einzige Ausweg aus ihrem Dilemma scheint ihr zu sein, diesem zu entfliehen, die Verantwortung für die Gestaltung der Situation abzugeben und damit weder ihr eigenes Orientierungsdilemma zu bearbeiten, noch sich der pädagogischen Herausforderung und Verantwortung der Herstellung und Sicherung einer im interaktiven Miteinander hergestellten konjunktiven Schnittmenge zwischen sich als Erwachsener und dem Kind zu stellen. In dieser Form der Arbeit mit Dilemmasituationen geraten zunächst einzelne Situationen und auch die Studierenden als Fälle in den Blick. Das Material wird für die gemeinsame Analyse in kleinen Gruppen oder eben auch für Einzelfeedbacks genutzt. In dem dargestellten Beispiel, dass die Studierende emotional sehr stark belastete, weil es ihr nicht gelungen war, eine Passung zwischen den Anforderungen und Bedürfnissen der verschiedenen Akteure herzustellen, und weil sie den Verlauf der Situation als persönliches Scheitern wertete, konnte in einem persönlichen Gespräch das Dilemma produktiv aufgearbeitet werden. Eine Reflexion über die Rolle der Praktikantin war dabei von ebenso großer Bedeutung wie das konsequente Durchspielen der Situation aus der Perspektive des Kindes. Das gedankenexperimentelle Entwickeln von alternativen Handlungsoptionen ermöglichte ihr, die Überzeugung von eigener Entscheidungs- und Handlungsautonomie wieder zu stärken. Im Rahmen eines solchen responsiven Vorgehens erhalten Studierende ein individuelles, an ihren Ressourcen orientiertes und damit passgenaues Feedback. Damit können zum einen individuelle Kompetenzentwicklungsprozesse kontinuierlich begleitet und zum anderen die Studierenden in besonderer Weise auch in die Einschätzung ihrer Kompetenzentwicklung einbezogen werden. Dabei steht ein Blick auf Kompetenz im Vordergrund, der nicht primär von allgemeingültigen normativen Setzungen ausgeht, was Kompetenz ist und dies als Bewertungsfolie anlegt, sondern Kompetenz vor allem als ein kontextrelatives, dynamisches und perspektivisches Konstrukt betrachtet, das in Situationen von den Akteuren immer wieder neu hergestellt und evaluiert werden muss. Durch das systematische Durcharbeiten und das Vergleichen erhalten Fallbeispiele dann auch eine andere Qualität. Sie lösen sich von den konkret handelnden Akteuren und können als prototypische und vom unmittelbaren Handlungsdruck befreite Situationen bearbeitet werden. Die komparative Analyse einer Vielzahl solcher Situationsbeschreibungen von verschiedenen Studierenden ermöglicht Lehrenden und Lernenden darüber hinaus, prototypische Muster von herausfordernden Praxissituationen herauszuarbeiten. Diese empirisch generierten Fallvignetten im Sinne von Papierfällen stellen neben der Arbeit mit konkreten Realfällen insofern eine große didaktische Bereicherung des Ausbildungskontextes dar, als ein Bezug zu pädagogischen Praxiserfahrungen nicht erst hergestellt werden muss, sondern unmittelbar gegeben ist. Was nun also macht Professionalität aus? Eine Professionalität, die wir im Rahmen kindheitspädagogischer Studiengänge anstreben. Pädagogische Fachkräfte müssen natürlich über wissenschaftlich fundiertes fachliches Wissen und Methodenkenntnis verfügen, also über einen wissenschaftlich-theoretischen Habitus. Die Bindungstheorie muss zum Beispiel bekannt sein, einschließlich aktueller Studien. Verschiedene Methoden der Erfassung und Einschätzung von Bindungsqualität müssen ebenso bekannt sein wie verschiedene Methoden der Gestaltung von Eingewöhnung. Erst auf der Grundlage dieses Wissens ist eine Relationierung mit eigenen Praxiserfahrungen und eine fachlich fundierte kritische Reflexion möglich. Darüber hinaus müssen Fachkräfte lernmethodische Kompetenzen erworben haben, die es ihnen ermöglichen, sich neues Wissen zeitnah und lebenslang selbst erschließen zu können.
Schließlich benötigen sie angesichts einer Fülle von stetig sich erneuerndem Wissen und Spezialwissen über eine kritische Einschätzungsfähigkeit, welches Wissen und welche Methoden jeweils gegenstandsangemessen und qualitativ hochwertig sind. Für die Entwicklung einer professionellen Haltung, also für das, was als habituelle Orientierung hinter der Ebene der Disposition und Performance von Kompetenz in konkreten Praxissituationen liegt, ist darüber hinaus eine andere Form des in der Praxis fundierten Lernens oder sich Bildens notwendig. Ein nachdenkender und nachdenklicher Umgang mit pädagogischer Praxis erfordert von der Fachkraft immer auch einen selbstreflexiven Zugang zum eigenen professionellen Handeln. Der fallrekonstruktive Blick richtet sich, wenn es um die eigene Beziehungs- und Interaktionsgestaltung geht, immer auch auf die eigene Handlungspraxis. Die Frühpädagogin gerät sich in der Ausbildung also immer wieder selbst in den forschenden Blick, wenn sie sich forschend der frühpädagogischen Praxis zuwendet. Um pädagogische Situationen in ihrer Komplexität erfassen und verstehen zu können, müssen Fachkräfte daher in der Ausbildung lernen, ihre Beobachtungen und Erfahrungen in Form von Beobachtungsnotizen, Gesprächsaufzeichnungen, Foto- oder Videodokumentationen zu dokumentieren und systematisch, das heißt forschungsmethodisch sicher auszuwerten. Die im Diskurs mit anderen vollzogene nachträgliche Analyse einer Situation, zum Beispiel einer erlebten, beobachteten oder videografierten, konkreten Interaktionssituationen mit Kindern oder Eltern ermöglicht eine multiperspektivische und vom Handlungsdruck befreite Annäherung an die Komplexität sozialer Prozesse. Die Erfahrung, dass es immer verschiedene Lesarten einer Situation geben kann, dass sich etwas anders darstellt, wenn es zum Beispiel aus der Perspektive der Eltern betrachtet wird, dass die Komparation mit anderen Fällen, die Suche nach dem Allgemeinen im Besonderen und dem Besonderen im Allgemeinen zum Verstehen des Falles beitragen kann, dass Denkräume eröffnet und Handlungsoptionen entwickelt werden können, die für zukünftige Situationen dann als Potenzial und Repertoire zur Verfügung stehen. All dies bietet für die Ausbildung, in der es ja um die Anregung und Begleitung von Bildungsprozessen geht, eine große Chance. Ich möchte nun abschließend auf die Bedeutung eines integrativen Theorie-Praxis-Verständnisses eingehen. In der kindheitspädagogischen Ausbildung muss es darum gehen, dass Fachkräfte einen professionellen Habitus ausbilden können, in dem Theorie und Praxis durch eine in beide Seiten begehbare Brücke der Reflexion untrennbar miteinander verbunden sind. Das Verhältnis von Theorie und Praxis überhaupt als einen Widerspruch zu betrachten, stellt ein grundlegendes und für den Professionalisierungsdiskurs hinderliches Missverständnis dar. Erst wenn bereits in der Ausbildung ihr wechselseitiges Verhältnis in den Blick genommen wird, kann sich das entwickeln, was wir heute als voll ausgebildete Kompetenz des pädagogischen Experten bezeichnen und was in der Geschichte der Pädagogik als die Kunst des erfahrenen Pädagogen immer wieder beschrieben wurde. Theorie ist in diesem Verständnis kein Plan oder keine Richtlinie, die auf Wirklichkeit einfach instrumentell anzuwenden wäre. Theorie hat nicht in der Praxis zu funktionieren. Vielmehr geht es um eine Theorie aus der Praxis und für die Praxis. Pädagogische Theorie muss aus der Praxis hervorgehen und sie zugleich begründen. So wie pädagogische Praxis keine angewandte Theorie sein darf, dann wäre sie eine Technik und würde sich in der Realisierung von etwas zuvor Geplantem erschöpfen, so darf pädagogische Theorie nicht an ihrer unmittelbaren Funktionalität und ihrem Nutzen für die Praxis gemessen werden. Theorie würde dann ihren praxistranszendierenden, praxisreflektierenden und praxiserhellenden Charakter verlieren. Sie würde das pädagogische Denken und Handeln nicht aus den Logiken des Alltäglichen und Habitualisierten, des vermeintlich Normalen und Selbstverständlichen befreien können. Der im vollsten Sinne des Wortes erfahrene Pädagoge, der Experte, zeichnet sich dadurch aus, dass er im Kontext komplexer, nicht vorhersehbarer und nicht planbarer Situationen nicht starr an seiner Planung festhält, dass er offen für diese Störungen ist und sie als Lernanlässe für die Lernenden und auch für sich selbst versteht und zu nutzen vermag. In diesem Sinne der Anpassungsfähigkeit an nicht prognostizierbares ist Praxis dann die Kunst des Erfahrenen. In der nachträglichen Besinnung über Praxis und unter Hinzuziehung von pädagogischem Theoriewissen
entsteht dann wiederum für das zukünftige pädagogische Handeln praxisrelevante Theorie. Theorie aus der Praxis und für die Praxis, beruht also grundlegend auf einem reflexiven Zugang zur Praxis. Diese Mitte zwischen Planung und Zufall zu finden, ist das spezifische Können des Lehrers. Und insofern dieses Können systematisch ausgebildet ist, bezeichnen wir es als eine Kunst. Ein praktisch-pädagogischer Habitus kann nur in und durch Praxis erworben werden. Wenn wir mit der Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen den Anspruch der Entwicklung einer professionellen Haltung verbinden, von habituellen handlungsleitenden Orientierungen und Werthaltungen, die der gesamten pädagogischen Praxis einen sicheren Rahmen zu geben vermögen, dann muss der Ausbildungskontext einen Erfahrungsraum bereitstellen, einen individuellen und gemeinschaftlichen Lern- und Bildungskontext im Sinne eines Denk- und Handlungsraums von sich bildenden Menschen. Die Studierenden müssen selbst Erfahrungen machen, weil man die Kunst des Pädagogischen nicht vermitteln, sondern nur im Selbsttun, im Üben und im Reflektieren über das Üben lernen kann. Da pädagogische Praxis keine reine Technik ist, erfordert sie einen Bildungskontext, in dem es nicht um das lehrbuchartige Vermitteln und Umsetzen von Methoden und Techniken geht, sondern um das Selbstlernen, eingebettet in pädagogische Lehr-Lern-Kontexte, in denen es um mehr geht, als darum, die Sachen zu klären, nämlich darum, die Menschen zu bilden. Die Sachen klären und die Menschen bilden, so formulierte von Hentig das Ziel von Erziehung. Der etwas altmodische Begriff des Meisters trifft diesen Kern vielleicht besser als der des Experten, von dem wir heute sprechen würden, weil er die pädagogische Beziehung zum Novizen mit einbezieht. Eine, vielleicht die Schlüsselaufgabe der Ausbildung frühpädagogischer Fachkräfte ist es, die Sachen für die Menschen und die Menschen für die Sache zu erschließen, um dies abschließend mit Klafki zu formulieren. Je mehr es gelingt, Inhalte für die Studierenden subjektiv bedeutsam werden zu lassen und ihnen Möglichkeiten zu eröffnen, sich in der Auseinandersetzung damit in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln, umso mehr werden Bildungsprozesse angeregt. Bildung meint dann die Veränderung des Verhältnisses zu sich selbst und zur Welt und ist eingebettet in ein dialogisches Miteinander des Erfahrens und Reflektierens von Lehrenden und Lernenden. Dies ist das Maß, an dem sich eine kompetenzorientierte Ausbildung frühpädagogischer Fachkräfte zu messen hat. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für den sehr interessanten Vortrag, wie ich finde. Ich kann mir gut vorstellen, dass es noch einige Nachfragen gibt oder vielleicht auch einfach Kommentare. Sie hatten ja auf jeden Fall die Gelegenheit, auf einige Dinge vielleicht auf Ihr eigenes Studium mal zu beziehen und zu schauen, okay, was passiert hier eigentlich so in der Lehre? Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Modell, was dort in Berlin durchgeführt wird. Ja, gibt es Kommentare von Ihrer Seite oder Fragen? Ja, eine Sache vielleicht, die greift vielleicht ein bisschen zu weit, aber mich interessiert es trotzdem. Und zwar haben Sie von einer normativen Komponente von Kompetenz gesprochen. Da würde mich interessieren, wie dieser Normativitätsbegriff konnotiert ist. Richtet er sich nach einer rekonstruktiven Moral im Sinne einer Moralsoziologie, weil Sie auch viel gesprochen haben von praxiologischen Annahmen und so weiter? Oder sind diese normativen Komponenten eher im Sinne einer ethischen Wissenschaft? Also was steckt dahinter? Ja, ich hätte das jetzt in dem Moment gar nicht in diese Richtung ausdifferenziert. Was mir daran wichtig ist, man könnte beides tun. Was mir daran wichtig ist, dass man diese zwei Ebenen voneinander trennt. Ich muss eine Situation erstmal in ihrer Eigendynamik verstehen und ich muss sie erklären können. Und Pädagogik ist immer normativ. Wir könnten gar nicht pädagogisch handeln, wenn wir nicht immer zu etwas hin erziehen wollen. Wir haben Ziele, wir wollen etwas ganz Bestimmtes sozusagen mit den Menschen, die wir bilden und erziehen und betreuen. Also die ältere Generation will etwas mit der jüngeren Generation, um das so altmodisch auszudrücken.
Das heißt, Pädagogik ist immer normativ. Wie begründet, wie gut begründet, wie wissenschaftlich theoretisch begründet, vor welchem ethischen Hintergrund, das sei dahingestellt. Ich finde nur, es muss klar sein, dass Pädagogik normativ ist. Und die Frage ist, ob wir sozusagen die Norm sofort an die Praxis anlegen und sagen, die Praxis muss so sein, wie eine wie auch immer begründete Norm ist. Oder muss nicht vielmehr eigentlich die Kompetenz erstmal angelegt sein, Praxis zu verstehen, rekonstruktiv zu verstehen, aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und dann die Frage zu stellen, wenn das mein Ziel ist, was ich auch begründen kann, wie müsste dann Pädagogik aussehen? Und das dann in dem Fall, also jetzt gerade in der Essenssituation, dann kann man zu ganz unterschiedlichen, gut begründeten, auch gut begründbaren Schlussfolgerungen kommen, wie man auf dieses Kind und sein Kartoffelbrei schmieren reagiert. Okay. Ja, weitere Meldung. Ich möchte vielleicht noch mal sagen, dass das ist jetzt nicht mehr für diesen Film, dass ich sehr dankbar bin, auch meinen Studierenden, dass sie so mit mir arbeiten, dass sozusagen eine Situationsschilderung wie diese von der Studentin, die sich einlässt, auf ein so ja, für sie sehr schwieriges Erlebnis, die das aufschreibt, die das reflektiert, die sich dann auch noch auf ein Gespräch einlässt und sich also in dem Fall dann nicht der ganzen Gruppe, die können immer entscheiden, ob sie das in einer großen Gruppe, in einer kleinen Intervisionsgruppe oder mit mir individuell besprechen, dass sie das so tun. Das wäre gar nicht möglich, diese Art zu arbeiten. Das nochmal deutlich machen, das erfordert Studierende, die das annehmen, die diesen Lern- und Lehrkontext auch ausfüllen und die wissen, es geht jetzt überhaupt nicht darum, ihnen irgendwelche Noten dafür zu geben, sondern es geht darum, sie in ihrer professionellen Entwicklung weiterzubringen. Und das geht nur, wenn man solche Situationen bearbeitet und durcharbeitet und Schlussfolgerungen selber daraus zieht. Ich kann sie nicht bilden. Bilden können sie sich alle nur selber. Das heißt, die Studierenden müssen selber dann sozusagen Ideen, Perspektiven für sich entwickeln, wo sie eigentlich hinwollen in ihrer Kompetenzentwicklung. Und so, weil ich dieses Beispiel jetzt auch genommen habe, will ich einmal nochmal sagen, dass ich da sehr dankbar bin für die großartigen Studierenden, die wir haben, die das auch machen, die sich einlassen. Das ist auch ein bisschen ein Wagnis. Also Lernen ist wirklich manchmal eine Zumutung und Bildungsprozesse sind manchmal eine Zumutung, wenn man so sich dem stellt. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Ja, wenn sonst weiter keine Meldungen da sind, würde ich sagen, schließen wir denn hier die Vorlesung. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.